Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich lese gerade die ganzen Kommentare und das Feedback zum Barstrock Quest Day. Entweder bei mir in den Kommentaren. Ich habe auch eine Umfrage gestartet auf der Community-Seite und auch auf den ganzen Seiten. Was weiß ich, diese ganzen Seiten auf Facebook und so und Gruppen. Alter, da wird so hart rumgeheult und sich beschwert und das Event wird so niedergemacht und als das schlechteste Event überhaupt bezeichnet und vollkommene Zeitverschwendung und so. Ich überlege mir, ob ich dazu sogar noch ein extra Video machen soll. Weil das Feedback ist echt enorm. Also das Event kam auf jeden Fall überhaupt nicht gut an. Aber egal. Wir haben erstmal eine Box am Start von Luchess. Shoutout geht raus an die. Mehr Infos zu denen ist unten in der Beschreibung. Wie immer, jeden Monat eine Box mit verschiedenen Sachen bezüglich Geek, Nerd, Gaming, dies, das. Die machen wir auf und ihr wisst, wenn wir eine Box aufmachen, pushen wir auch ein paar Pokémon. Und wir pushen heute ja, die Höhen-Event-Pokémon. Das sind unter anderem Kapilz mit der besonderen Höhen-Event-Attacke. Ich check das Shirt ab. Es ist irgendwas mit Zelda bzw. Link. Nicht zu verwechseln, die zwei. Dann natürlich Zigzags und Schwalbini. So, oide. Erstmal Socken. Ich brauche immer Socken. Zweitens Game of Thrones. Demnächst die letzte Season. Wird geil. Oide. Und direkt nochmal, Alter. Also ich zeige euch erstmal die Socken. House Stark. Aber hier. Yo. Was ist da los, Mann? Was ist das für eine krasse Box, Mann? Heftig. Ah, das ist ein Kugelschreiber. Das kann ich gebrauchen, wenn Harry Potter Go rauskommt. Wizards Unite. Kann ich sicher in irgendeinem Video verwenden oder unterbringen. Ja, schade, dass ich keinen Zauberspruch auswendig kann. Dann Hammer. Eine Sammelfigur, so wie immer. Checkt die ab. Spider-Man, Plüsch, lass ich mal zu, ist einer von den 6, 8. Ne, Resident Evil Limited Edition Münze. Okay, wenn schon mehr von diesen Münzen zum Sammeln. Pop Rocks, so süßes, das im Mund so knistert. Davon hatten wir auch schon viele, habe ich jetzt echt keinen Bock mir zu gönnen. Und ein Comic, Marvel Neustart. Die echten Helden sind zurück. Also eine kleine Vorschau. Wir sind ja momentan in dem richtigen krassen Marvel-Hype. So viele Filme kommen raus. Da habe ich sogar vollkommen den Überblick verloren. Aber das war's schon mit der Box. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Danke an Luchess. Und jetzt pushen wir ein paar Pokémon. So, erstmal Kapilz. So, wir sind zurück und pushen. Es war kurz verbuggt. Aber egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe den schon ein bisschen gepusht, weil ich ein paar Quests bekommen habe, wo ich pushen musste. Und ich wusste, den werde ich eh pushen. Dieses fünfmal pushen und dann. Ja, dann. Ich weiß gar nicht, was daraus kommt. Auf jeden Fall nichts Gutes. Es gab ja eine Weile. 10-mal pushen? Für 5 Ananas, silberne? War das 10-mal? Kann schon sein. Wobei 10 ist schon echt heftig. Jetzt ist ganz einfach. Ich habe jetzt ends viele silberne. Weil jetzt kriegt man die ja durch 10 Stops drin. Was halt super chillig und easy ist. Aber naja, Kapilz, nicht zu unterschätzen. Auch gut für die PvP-Ligen. Unsere war jetzt schon leider zu hoch. Und außerdem ist unser PvP-Turnier, der Boulder Cup, Sith World Boulder Cup, was auch immer, ausgefallen. Wegen mangelndem Interesse zu wenigen Teilnehmern. Dazu mache ich, glaube ich, noch ein Video morgen, übermorgen. Ja, PvP kommt überhaupt nicht an. Letzter Push, glaube ich. 26, 28. 100% für euch nochmal der AV-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. So, erstmal 100er Schwalbini. Entwickeln und dann maxen. Bester Satz, KP, Angriff, Defense. So, das war die Bewertung für euch. Und der ist auch relativ hoch, also müssen wir zum Glück nicht allzu viel Staub ausgeben, weil wir haben nicht so viel. Durch das Event jetzt. Der Schlüpfmarathon konnten wir natürlich eine Menge. Und durch den letzten C-Day konnten wir echt eine Menge Staub machen. Aber ja, wir müssen und wollen auch so viele Sachen pushen. Am Ende vielleicht noch ein gutes Godon und ein gutes Kyogre. Falls ich noch eins bekomme. Bisher sieht es echt mager aus. Aber ich habe einen Shiny Godon endlich gefangen. Check das Video von gestern mit dem Barstrock Quest Day. Da habe ich auch einen Shiny Godon gefangen, aber war jetzt nicht allzu wichtig. Um es irgendwie in den Titel oder ins Thumbnail zu packen.
Deswegen, wer es nicht ganz geschaut hat, das Video, der hat es vielleicht übersehen. Also schaut da noch vorbei. Und bevor ich es wieder vergesse, will man das Video liken, kommentieren oder abonnieren, um den Kanal und mich zu unterstützen. Uff, und wir werden wieder unter die 500.000 fallen, unter die halbe Mille. Wobei, vielleicht doch, doch, wahrscheinlich schon. Wenn ihr dieses Video hier seht, also am Sonntag, da werde ich wahrscheinlich 4 X-Rates machen und auf kleine Raid-Tour gehen. Ja, wird anstrengend, der Sonntag. Bin gespannt. Und euch natürlich viel Glück und viel Erfolg bei eurem Deoxys X-Raid. Angestorben, Solo hoffentlich. Wenn nicht, dann ist auch okay. Muss nicht Solo sein. Aber keine Angst, der ist leicht zu besiegen und leicht zu fangen. Schwalboss haben wir auch erledigt. Wir fallen auf jeden Fall unter 500.000. Auf jeden Fall. Das hat echt eine Menge gezockt. Obwohl er so relativ hoch war. 19, 20, 100%. So, da haben wir den letzten. Und der ist relativ low. MV-Check erstmal für euch. Besser Satz, KP, Angriff, Defense. 15. Und ich habe den nicht so gefangen. Also ich habe keine Ahnung, wieso ich den schon entwickelt habe. Aber, ja. Yeah. Gemaxt muss er jetzt werden. Und das kann länger dauern. In der Zwischenzeit können wir ja ein bisschen nebenbei über den Quest hier reden. Wie gesagt, der kam gar nicht gut an. Ich meine, die Leute beschweren sich. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, egal was Niantic macht, die Leute hätten sich so oder so beschwert. Auf der einen Seite beschweren sich die Leute immer, ja, die Shinies werden einem nachgeworfen. Ist so einfach und überhaupt keine Herausforderung. Und jetzt ist halt so, dass es zu schwer ist und die Leute sich beschweren, dass man für seine Leistung 3 Stunden zocken und in der Kette sich den Hintern abfrieren, da nicht mal ein Shiny als Gegenleistung bekommen, Entlohnung. Ja, darüber beschweren sich jetzt die Leute. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich will mich aber auch, in diesem Fall will ich mich auf keine Seite setzen, legen. Ist ein schwieriges Thema. Es war der erste Quest Day. Man kann es immer verbessern. Mal schauen, wie Niantic das in der Zukunft regeln wird. Aber es gab so viel Hate. So viele negative Kommentare. Also der kam echt überhaupt nicht gut an. Also ich hatte meinen Spaß. Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Klar war es kalt, aber das Wetter beeinflusst ja Niantic nicht. Egal was für ein Event da gewesen wäre, es wäre trotzdem kalt gewesen. Ist ja unabhängig davon. Die Quest an sich, ja, 10 Würfe und 15 Würfe ist natürlich leidend. Es gab ein paar gute Vorschläge, wie zum Beispiel auch da 3 Stunden Lockmodule, weil dann würden die Leute Module zünden und dann wäre es ein bisschen leichter, die Würfe zu bekommen. Das wäre eine gute Idee, das würde ich feiern. Dann habe ich auch Reverse gesehen, er meinte zum Beispiel, ihm würde es gefallen, wenn die auch wild spawnen, was mir überhaupt nicht gefallen würde, weil dann wäre es ja kein Quest mehr, sondern dann wäre es einfach ein C-Day 2.0, ein abgeschwächter C-Day, also das überhaupt nicht. Ich meine, die Leute sagen, die Rate war zu niedrig, aber vielleicht ist die Rate gar nicht zu niedrig gewesen, nur die Quests waren zu schwer, sodass wir nicht genug Quests machen konnten. Ich weiß gerade echt nicht, wie viele wir gemacht haben, aber so schlecht ist die Quest ja gar nicht, weil ich habe jetzt 2000 Quests gemacht, okay? Und in diesen 2000 Quests sind natürlich nicht alles Quests, wo man Pokémon bekommt. Keine Ahnung, sagen wir die Hälfte davon waren Quests, wo man Pokémon bekommt, okay? Also 1000. In den 1000 Quests habe ich nicht einmal ein Shiny bekommen. Okay, natürlich von den 1000 Pokémon gibt es nicht alle ein Shiny. Aber nur so als Vergleich. Und jetzt dann an dem einen Tag zumindest einen zu machen, so schlecht ist die Quote ja gar nicht. Aber einfach so raufschauen wäre natürlich auch nicht so die Lösung. Es gibt halt viele, die beschweren sich, die haben sie so zwischen 70 und 100 Quests gemacht und halt keinen einzigen bekommen. Ich weiß nicht, das ist halt echt schwer zu sagen. Die Leute nehmen das halt als selbstverständlich hin, dass man halt einen Shiny bekommt. Die sagen halt, ja okay, ich habe 3 Stunden investiert, da muss doch mindestens ein Shiny drin sein. Aber muss es das? Schwieriges Thema. Muss es das? Hast du jetzt nur deswegen gezockt? Hattest du keinen Spaß? Hast du keine EP gemacht, keine Bonbons, keinen Staub? Keine Stops gedreht, keine Items gesammelt? War das alles unnötige, verschwendete Zeit? Ich weiß nicht so genau. Ich will jetzt nicht irgendwie so eine Moralpredigt wiederhalten und dann die Leute so inspirieren und sagen, wow, ja, Hauptsache es hat Spaß gemacht oder so. Ich kann schon verstehen, dass es leidend ist, wenn man 3 Stunden zockt und da nicht mal einen einzigen bekommt. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, ja, wer garantiert das? Wer sagt, dass man unbedingt eins bekommen muss? Und Alter, wie viel Staub kostet das, Mann?
Wir sind fast bei 300.000 runter. Traurig. Könnt ihr gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, weil das ist ein echt leidendes Thema, schwieriges Thema. Sind wir verwöhnt von den ganzen C-Days und Events? Weil Leute, die nehmen das echt für selbstverständlich hin, dass die zocken und dann ein Shiny bekommen. Alter, wisst ihr, wie viele Raids ich gemacht habe? Und die Leute checken das nicht. Die beschweren sich, ich habe 20, 30 Raids gemacht, legendäre, und noch kein Shiny bekommen. Für die ist das selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Ich habe... Oh, warte. Ich pushe nochmal. Um die 20 Zapdos Raids gemacht. Um die 20 Arctos Raids. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die kamen ja für ein paar Wochenenden. Nochmal. Und aus den ganzen Quests. Und die ganzen Raid Days, okay? Kyogre, als er da war nochmal. Und als er nochmal wieder da war. War er zweimal da? Ich weiß es gerade nicht. Lugia, die ganzen Male. Ho-Oh. Und aus den ganzen, was wahrscheinlich 200 Raids oder so sind, sogar mehr, habe ich einen Shiny Arctos bekommen. Auf jeden Fall, der hier ist jetzt Max. 1662, der war echt leiden, Mann. Der hat uns eine Menge Stopp gekostet. Du Leidender. Also für mich wollte ich nur sagen, damit ist es nicht selbstverständlich. Ich krieg auch nicht bei jedem Event ein Shiny. Und ich erwarte das auch gar nicht jedes Event. Ich weiß, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Abgesehen von C-Days, da kriegt man immer. Für mich ist es eigentlich auch kein Problem, dass ich es nicht jedes Mal bekomme. Schwierig jetzt für Niantic. Ich kann es echt nicht sagen. Für die nächsten Quest-Days. Ich meine, an sich, jeder, der sagt, ich zocke eh nicht, der wird trotzdem zocken. Vielleicht nicht so intensiv, aber der wird den nächsten C-Day... Nicht C-Day. Der wird den nächsten Quest-Day auch mitzocken. Ich frage mich jetzt an Niantic-Stelle, würde ich die Shiny-Wahrscheinlichkeit hochschrauben? Oder was würde ich ändern? Ich würde wahrscheinlich einfach nur die Quest runterschrauben. Weil 10 und 15, das war echt heftig. Das hat echt, also heftig an sich nicht. Also es war nicht schwer. Es hat einfach zu viel Zeit gekostet. Und dadurch könnte man mehr Quests machen in der Zeit. Und dadurch hätte man mehr Chancen auf den Shiny. Und dadurch wären vielleicht mehr Leute nicht so leidend unterwegs. Aber abgesehen davon kann man, glaube ich, nicht viel ändern. Wir werden sehen, ob sich der Quest Day durchsetzen wird. Und wie er so in der Zukunft ablaufen wird. Falls nochmal einer kommt. Schwieriges Thema. Ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß nur, ich habe echt eine Menge Staub wieder ausgegeben. Alles wegen diesem, wie heißt denn der Typ? Weiterentwicklung von Zigzags, Alter. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious Business.